Herzlich willkommen zum heutigen Vlog mit mir, Sandra Müller von Stempfli AG und Daniel Cesaro von IZA. Bei Stempfli haben wir im Moment das Thema Digitalisierung. Es ist ein riesiges Thema, da kann man unglaublich viel darüber erzählen. Wir haben uns jetzt mal Gedanken gemacht zum Thema Sprachdienstleistungen. Da geht es vor allem auch darum, Lektorat, Korrektorat ist ein Teil, wo immer noch sehr oft von Menschen gemacht wird, was sehr wichtig ist, dass man dort mit dem menschlichen Auge drüber schaut. Im Zuge von dem habe ich mir eine Frage gestellt, wie sieht das für Übersetzungen aus? Und bin mit Daniel Cesaro ins Gespräch gekommen und sie auf ein paar spannende Punkte gekommen, die wir euch heute werden vorstellen. Kurz zu Stempfli. Bei uns geht es von A bis Z um Kommunikation. Wir arbeiten für Unternehmen und Verbände. Machen wirklich alles von Beratung und Konzeption bis Umsetzungen, Druckerzeugnis, Webseiten umsetzen und eben auch Lektorat, Korrektorat. Hallo von meiner Seite. Ich zeige euch, was die InterTranslations alles macht mit den Übersetzungen bis Dolmetschen und führe euch da durch. Wir sind seit 1974 in Bern und haben seit 1994 als erstes Übersetzungsbüro Qualitätsmanagement eingeführt, was sicher eine einmalige Sache ist für gerade in diesem Bereich inne. Wir sind in Bern ein Team von 7 Leuten. Und zwar seht ihr die hier auf dem Bild. Ihr könnt sie sonst auch abrufen auf der Webseite. Das sind alles PMs. Das heisst, wir die ganzen Aufträge, die bei uns reinkommen, verarbeiten. Wir machen hier auch die Werbung, wir machen die Administration machen. Aber wir haben keine Fachübersetzer bei uns intern, weil wir hätten einfach immer die Falschen bei uns. Wir machen die Übersetzungen sind fast alle Sprachen und in fast alle Fachgebiete, aber gerade aus dem Grund, weil alle unsere Fachübersetzer in ihre Muttersprache übersetzen und in ihrem Fachgebiet und die nicht Platz hätten bei uns. Der Korrekturservice, da arbeiten wir sehr eng zusammen mit Stempfli. Desktop-Arbeiten und Electronic Publishing machen wir zusätzlich bei den Übersetzungen. Und auch der Sprachwechsel, vor allem mit den Layout-Dokumenten, ist ein Thema bei uns. Der Einsatz natürlich von Translations Memory System und auch neu von der Machine Translation ist ein grosses Thema. Zusätzlich machen wir auch Dolmetschervermittlung, auch heute mit der Remote Dolmetscher, die ganz neu ist. Nach dem Coronavirus sind natürlich alle mit dem Zoom oder mit dem Team oder irgendwie mit einer Art verbunden und brauchen natürlich die Übersetzer auch. Nebenan machen wir aber auch Flüsterdolmetscher bei Verhandlungen, Filmübersetzungen, druckfertige Vorlagen. Oder Weblokalisierungen, wo wir amüs online von den Kunden können übersetzen. Zusätzlich tun wir auch Firmen beraten in den Abläufen, damit sie können Synergien nutzen und dass es billiger kommt. Meistens ist es billiger oder schneller. Wir haben eine Webseite, Blog, wo wir auch Tipps machen für sorgenfreie Übersetzungen. Da möchte ich vielleicht ein paar Sachen gerade erwähnen. Und zwar der Druck, der oft entsteht, indem dass man nicht an die Übersetzung denkt. Das kennst du sicher sehr gut, Sandra. Immer wieder das Thema, genau, ja. Genau, man braucht auch für die Übersetzung genug Zeit. Weil, wenn man einfach ja, wochenlang an den Ausgangstexten fehlt und dann die Übersetzung muss ich 2 Tage haben, dann sind wir manchmal ein bisschen frustriert, weil das braucht manchmal eben auch ein bisschen mehr Zeit. Was aber sehr hilfreich ist bei jeder Übersetzung, dass die Terminologiehilfen wie Glossar, Webseiten, eure eigenen Keywords, damit man das richtig gerade drin hat in der Übersetzung und immer korrigieren muss. Und eben, das Vertrauen ist gut, Kontrollen ist besser, wie der andere gesagt hat. Korrektorat tun wir immer empfehlen, vor allem wenn es gedruckt wird und auch aufgeschaltet wird online. Fasst noch kurz: Die romanischen Sprachen sind immer länger als zum Beispiel das Deutsche und bauen auch genügend Platzreserven ein, wenn es gedruckt wird. Die nächste Falle ist eben, bildliche Sprache fasziniert, aber man kann sie nachher nicht mehr eins zu eins übertragen. Und vor allem gerade bei Slogans ist ein
Hürde, dass man manchmal einfach die Slogans in der anderen Sprache nicht überbringt. Also wenn man mehrsprachige Slogans braucht, sollte man sich unbedingt überlegen, ob das in den anderen Sprachen auch so verhebt. Der Sprachwechsel auf neuen Webseiten oder in euren Dokumenten. Heutzutage haben viele Übersetzer schon Machine Translation integriert oder mit Computer Assisted Translations und können so euer Format, wenn sie im IDML, im XML oder im XLIF-Format geliefert werden, direkt in ihr System übernehmen, was euch wiederum hilft, die Dokumente nachher in der gleichen Fassung wieder zurückzubekommen, einfach in einer anderen Sprache. Wir kommen später noch dazu. Bei uns auf der Webseite haben wir das Korrektorat und Lektorat von Stempeln auch gross aufgeschaltet, wie ihr hier seht. Und bei der maschinellen Übersetzung ist es halt wirklich eine Frage, wie gut kommt die maschinelle Übersetzung überhaupt raus. Ihr seht, wenn das an den Ort aufgehängt wird, in England habe ich das gesehen, man versteht nicht ganz genau, was man sagen will, ungefähr, aber solche Sachen dürfen natürlich nicht passieren. Es gibt immer so die lustigen Witze, die man auch brauchen kann, oder ein bisschen das Lachen, was es gibt. genau, wo man auch sagt, okay, ja. Aber es gibt schon sehr gute kleine Tools für den Alltag. Also ihr habt in der Mikrozeitung habt ihr die auch schon mal aufgeschaltet. Also von Google Translate, wo wahrscheinlich jeder kennt, über Please Translate, Yandex, DeepL und diese Sachen. Die sind auch sinnvoll für im Alltag, wenn ihr unterwegs seid und etwas nicht versteht. 64% von Büros setzen das Machine Translations auch schon regelmässig ein. Dort ist aber ganz fest darauf zu schauen, dass der Datenschutz wirklich gewährt wird und dass die Texte auch nicht einfach im Netz bleiben hängen, ungewollt. Weil die Gewähr hat er nie, wenn es einfach gratis angeboten sind. Und ihr seht hier auf dieser Darstellung, am meisten wird das beim E-Mail-Support gebraucht, in den Blogs, in den Benutzerforen. Ihr seht damit schon im Facebook poppen zu auf, ob ihr es in einer anderen Sprache lesen wollt. Das sind alles Sachen auf den Webseiten, was sehr hilfreich ist. GITSA ist einfach mehr in dem Bereich von der Werbung, vom Recht oder Inhalt sehr wichtig ist. Und durch das haben wir halt einfach nicht die Möglichkeit, dass einfach maschinell zu übersetzen und ein bisschen zu korrigieren, sondern dort braucht es wirklich Fachwissen. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man zweistufig übersetzt, also dass man es quasi zuerst in die Maschine eingibt und nachher dir nochmal drüber geht und schaut, ob es so hat? Das kann man. Da gibt es nachher auch zwei verschiedene Stufen. Aber es ist schwierig, weil der Übersetzer, wenn ein Übersetzer drüber geht, muss er korrigieren oder nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich nicht eine wahnsinnige Ersparnis ist, wenn es lange Texte sind, im Gegensatz zu vielleicht einem Pauschalpreis von einer normalen Übersetzung, wo der Übersetzer einfach frei kann übersetzen kann. Sie kommt einfach schöner raus, als von der Maschine vordiktiert. Was aber sinnvoll ist, jetzt zum Beispiel gerade bei euch, bei Stempeli, habt ihr einen Verlag, die haben manchmal nicht alle Texte übersetzt und geben aber den Kunden, die das nicht verstehen, Möglichkeit da, sich anzumelden, eben zum Beispiel bei DeepL oder so, wo sie es übersetzen können, dass sie einfach verstehen, was drinsteht. Und dort macht das auch ganz fest Sinn. Wir machen bei uns auf der Webseite darauf aufmerksam, dass man unbedingt neurale Maschinen braucht, also nicht Google Translate, wo einfach wortwörtlich schaut, welche Wörter hat er gefunden, und dass man auch ein Post-Editing verlangt bei uns. Das kommt recht gut raus, aber man darf sich einfach keine Illusionen machen. Eine Machine Translation hat halt einfach seine vorgegebenen Möglichkeiten und ist einfach nicht ein menschliches Hirn. Und das ist der Unterschied mehr zu einem geschliffenen Text, der vielleicht vom Übersetzer kommt, zu der Machine Translation. Es ist immer die Frage, für was braucht man es, in welchem Zeitrahmen muss man es haben, macht das Sinn und dass man einen guten Korrektor hat oder einen Übersetzer, der sich dem annimmt und das gut kann überarbeiten. Hier kurz eine Erklärung, wie der Workflow ist, zum Beispiel im Computer Assisted Translation. Wenn ihr zum Beispiel ein InDesign oder ein Excel oder ein Quark Express Dokument habt, dann tut ihr das im XML oder XLIF oder nach Absprache mit uns exportieren. Wir können das importieren in die
in die Computer Assisted Translations Programm, wo sie eine Memory Database oder auch eure Terminologie können hinterlegen und wo dann eine Vorübersetzung stattfindet. Und der Übersetzer geht nachher über die verschiedenen Sätze hinweg und kann die ergänzen, anpassen, je nachdem noch modifizieren und die am Schluss wieder abspeichern und wieder in das Layout zurück transportieren, so damit der Kunde weniger Aufwand hat. Jetzt zum Beispiel in einem Layout, wo der für einen Verband irgendeine Zeitung macht, kann man das sicher einfacher so umwandeln und wieder zurück tun und dann müsst ihr nicht jedes Absätzchen in das Layout zurückschieben. Vorteile sind natürlich, dass man auch die terminologische und stilistische Konsistenz vom Kunden kann beibehalten kann, wenn man so eine Memory erstellen kann. Die Unabhängigkeit vom Zeitpunkt der Übersetzung und Anzahl von den Fachübersetzern, man kann dort auch so Projekte anlegen, wenn sie sehr grosse sind, wo dann mehrere Übersetzer dran arbeiten. Man kann dadurch das Zeit gewinnen, Kosten sicher auch reduzieren bei Wiederholungen. Man kann Automatisierung machen bei den repetitiven Texten. Die Durchlaufzeiten sind kleiner. Die Bindung eben von maschineller Übersetzung gibt einen grossen Nutzen, wenn es in diesem Fachgebiet auch genügend Vorlagen gibt. Gibt es das schon viele Sätze von euren Kunden? Es wird nicht offiziell so verlangt. Was sicher ein Punkt ist, dass Übersetzer so auch schauen, was ist schon vorhanden auf dem Netz. Also die Computer Assisted Translation brauchen, die haben sie sicher auch eingebunden, da gibt es noch gerade Vorschläge und sie sehen dann sofort, ist das, was wir brauchen oder nicht. Und früher haben sie halt mehr müssen googlen und schauen, wo das ist oder auf der Webseite vom Kunden. Die Webseite vom Kunden ist aber immer sehr, sehr wichtig, weil dort steht eigentlich immer das richtige Wort, wenn sie nicht Fehler dort drauf aufgetan haben. Was ja manchmal auch kann sein. Das nächste Thema ist auch Dolmetschen. Also das jetzt mit den Übersetzungen wäre eigentlich abgeschlossen. Dolmetschen haben wir heute und morgen. Also da haben vielleicht an Konferenzen auch schon solche Kopfhörer bekommen. Jetzt inzwischen mit dem Corona, mit dem Desinfizieren von allem, eben gerade Kopfhörer und so weiter, dass das dann auch wirklich sehr sauber zurückkommt und vielleicht am Nachmittag wieder einen anderen Kopfhörer gibt. Hat man inzwischen die Möglichkeit, dass man auch von außerhalb von dieser Kabine, die gesagt, die Dolmetscherkabine, wie die normalerweise eigentlich in der Konferenz stehen, pro Sprache immer eine. Und heute kann man eben das Remote-Dolmetschen reinnehmen. Also so wie das, was wir jetzt heute machen, man könnte das übertragen, streamen und ein Dolmetscher wäre zugeschaltet und würde analog an unserem Webinar direkt übersetzen und der Kanal würde freigeben für Teilnehmer, wo man natürlich vorher muss verschicken. Also grundsätzlich ist Video- und Tonaufnahme können Dolmetscher erreichen und Teilnehmer müssen sich vorher anmelden, natürlich wegen der Sprache und so, und bekommen einen Link, den sie auf ihrem Handy können anklicken können und können dann dort über ihr Handy und ihre Kopfhörer direkt die Übersetzung hören. Oder können ja wieder switchen in die Originalsprache von der Vertonung von der Konferenz. Macht es natürlich einfacher vom Handling her. Auf der anderen Seite, bei langen Konferenzen ist das Problem, dass man dann sein Handy auch wieder aufladen muss. Also das ist immer so ein zweiseitiges Schwert, weil wenn ihr 300 Teilnehmer habt, die mit ihrem Handy kommen und am Mittag kommen alle und sagen, ich muss mein Handy laden, den muss man einfach vorher schon gedacht haben und entweder Powerbanks haben oder eben die Lademöglichkeiten zur Verfügung stellen an den Stuhl selber. So hat man dann die Möglichkeit, auch in Zukunft die eine oder die andere Variante zu wählen, je nachdem, was einfacher oder geeigneter ist. Das war so der Rundgang von der ITSA, was wir so anbieten und von dir, Sandra. Und, Daniel, sehr spannend gewesen. Ich finde es immer wirklich sehr interessant, mal in Themen hineinzusehen, die vielleicht auch nicht so alltäglich sind, wie eben die Remote-Übersetzung, die ich bis jetzt natürlich auch noch nie gebraucht habe oder gekannt habe, aber gleich so ein bisschen zeigt, in welche Richtung das es könnte gehen. Genau, ich danke noch. Und wenn ihr Fragen habt,
kontaktiert uns einfach kontaktieren. Genauso wie Stempfli, Intertranslations ist immer für euch da und bei uns seid ihr gut beraten. Merci vielmals.